Die internationale Süddeutsche Meisterschaft des NAC fand am 21. Oktober 2012 im baden-württembergischen Laupheim statt. Vom Body Planet aus Ludwigsburg gingen dieses Mal 14 Athleten an den Start. Zahlenmäßig am stärksten vertreten war gleich zu Beginn die Newcomer-Klasse. Vom Body Planet hatten 5 Athleten ihren ersten Auftritt auf einer Wettkampfbühne. Luca Bäuerle stellte sich einem starken Teilnehmerfeld in der Juniorenklasse. Raffaele Greco startete in der Leistungsklasse Athletik 2. Guido Rapp startete ebenso in der Athletikklasse 2. Roberto Lanzafame startete in der Leistungsklasse Body Männer 3. Giuseppe Bono startete in der Leistungsklasse Body Männer 2. Post Down für die Newcomer 2012. In der Miss Shape-Klasse zeigten 2 Athletinnen vom Body Planet eine super Figur. Liane Cataldi und Juliette Sari. Die Jurywertung erfolgte in dieser Klasse im Line-Up sowie in der Abendkleidrunde. In der Athletikklasse 2 war das Body Planet Team mit 3 Athleten an der Zahl vertreten. Guido Rapp, Stas Gottfried und Raffaele Greco. Post Down, Athletikklasse 2. Zwei Teilnehmer starteten mit eindrucksvoller Leistung in der Bodybuilding-Klasse über 50. Hans Heinkele ging dabei für den Body Planet an den Start.
Pose Down, Bodybuilding Klasse über 50. In der Bodybuilding Klasse über 40 wurde das Bodyplanet Team durch zwei Teilnehmer vertreten: Marc Gollub und Dr. Nils Barsom. Dr. Nils Barsom sehen wir als Doppelstarter später auch noch in der Bodybuilding-Klasse Männer 1. Ebenso wird Marc Gollub als Doppelstarter noch einmal in der Männerklasse 3 zu sehen sein. Pose Down, Bodybuilding-Klasse über 40. In der Bodybuilding-Klasse der Junioren gab es einen Starter für das Bodyplanet-Team. Luca Bäuerle hatte bei dieser Meisterschaft seinen ersten Auftritt. Pose Down für die Junioren der Bodybuilding-Klasse. Die Bodybuilding-Klasse Männer 3 war vollständig durch Athleten vom Bodyplanet vertreten. Francesco Sabatino, Marc Gollub und Roberto Lanzafame. Pose Down für die Jungs vom Bodyplanet in der Bodybuilding-Klasse Männer 3. Jonas Möbius und Giuseppe Bono gingen für den Bodyplanet in der Bodybuilding-Klasse Männer 2 an den Start und trafen auf ein starkes Teilnehmerfeld. Okay.
Nose Down, Bodybuilding-Klasse, Männer 2. Die letzten beiden Athleten gingen in der Bodybuilding-Klasse Männer 1 ins Rennen. Christian Kellenberger und Dr. Nils Barsom. Aber man sieht ja aus, es ist nur unsere Fleischberge in einer Bodybuilding-Klasse 1, unsere Heavy Boys. Nose Down, Bodybuilding-Klasse, Männer 1. Mit seinem Gastauftritt entführte Tamagalal vom Bodyplanet seine Zuschauer in das 6. Jahrhundert vor Christus. In der Rolle eines Spartiaten beeindruckte er die zahlreichen Zuschauer im Laubheimer Kulturhaus mit einer hervorragend inszenierten Bühnenshow. Die gute Stimmung hielt weiter an und bevor es zur Siegerehrung ging, konnten sich noch einmal alle Teilnehmer bei einem letzten großen Showdown auf der Bühne präsentieren und vom Publikum feiern lassen. Siegerehrung der Newcomer 2012. Vom Bodyplanet erreichte Guido Rapp den 2. und Giuseppe Bono den 5. Platz. Sieger dieser Klasse, Marcel Keller. In der Miss Shape-Klasse kam Juliette Sari auf den 2. und Liane Cataldi auf den 3. Platz. Siegerin aus der Schweiz, Charelle Griesmann. Sieger der Athletikklasse über 40, Armin Planck. In der Athletikklasse 2 erreichte Guido Rapp den 3. und Raffaele Greco den 4. Platz. Sieger aus dem Bodyplanet-Team, Stas Gottfried. Gewinner der Athletikklasse 1 und Gesamtsieger nach dem Stechen in der Athletikklasse, Chris Buschle. Als Einzelstarterin wurde Nicole Triantafylidis in der Frauenfigurklasse Erste. In der Bodybuilding-Klasse über 50 gab es einen Siegerpokal für den Starter aus dem Bodyplanet-Team, Hans Heinkele. Ein weiterer Sieger aus dem Bodyplanet-Team folgte in der Bodybuilding-Klasse über 40. Glückwunsch, Marc Gollup.
Luca Bäuerle kam in der Bodybuilding-Klasse der Junioren auf den 4. Platz. Sieger wurde Marcel Keller. Zwei Teilnehmerinnen gingen in der Bodybuilding-Klasse der Frauen an den Start. Siegerin wurde Nicole Rohrer. Ohne weitere Teilnehmer gewannen in der Kategorie Paar Oliver Bauer und Nicole Triantafalidis. Die Bodybuilding-Klasse Männer 3 war komplett in der Hand der Bodyplanet-Athleten. 3. Platz Roberto Lanzafame, 2. Platz Francesco Sabatino, Sieger wurde Marc Gollub. In der Bodybuilding-Klasse Männer 2 erreichte Giuseppe Bono den 5. Platz. Sieger wurde Oktay Bingöl. In der Bodybuilding-Klasse Männer 1 kamen für den Bodyplanet Christian Kellenberger und Dr. Nils Barsom jeweils auf dem 5. sowie 3. Platz. Den Posing-Gesamtsieg holte sich Felix Decker. Sieger dieser Kategorie und Gesamtsieger der Bodybuilding-Klasse wurde Alexei Kautz. Die Auszeichnung für das beste Studio ging an den Bodyplanet.